Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Ja, heute schauen wir uns mal ein React an, und zwar die größten Ausraster der Geschichte von 9 Live. Ich weiß ja nicht, ob welche noch 9 Live kennen. Das war damals so eine Spielshow gewesen. Hat natürlich auch klar Geld gekostet, wenn man da angerufen hat und so. Und ja, 9 Live gibt es ja mittlerweile viele Jahre ja gar nicht mehr. Und auf alle Fälle schauen wir uns jetzt an den größten Ausraster der Geschichte, Part 1. Und zwar die Show mit dem Schradin-Betrüger. Für die, die den nicht kennen, der Moderator heißt, glaube ich, Max Schradin. Und ich glaube mal, oder ich befürchte, dass das eher eine Art Beleidigung an ihn war. Aber Leute, komm. Beleidigen muss nicht sein, das ist Kindergarten. So, jetzt gehen wir rein in das Werk. Ja, ich habe die Erklärung gerade schon vorab genommen mit dem Begriff Schradin-Betrüger und ja, ich denke mal, das wird eine Beleidigung sein gegen ihn. Und ja, so ein bisschen leiser ist gestellt und Angriff. Zugeschlagen. Lösung bitte? Ja, ich habe den Schradin-Betrüger. Den Schradin-Betrüger? Ach Gott, da legt er auf! Das ist fair ist das nicht! Schradin-Betrüger zu sagen und dann nicht dran zu bleiben. Das ist doch scheiße. Ja, ich habe auch ein Wort. Telefonfeigling, meine Damen und Herren. Ja, hat auch. Gut gekontert, muss man mal lassen. Auch nur ein Tee. Kommen wir also zur aktuellen Suche. Tiere mit exakt einmal Haar. Wir haben einige, wirklich einige. Kann ja an dieser Stelle mal sagen, ab hier könnt ihr mal Pause machen und gerne auch mal so ein bisschen mitraten. Tiere mit einmal Haar. Was würdet ihr jetzt an dieser Stelle da sagen? Mir fällt ja zum Beispiel auf die Schnelle der Zwergschnauze ein. Das hat einmal Haar. Oder die Kuh. Oder generell Hund. So, aber gucken wir mal, was das für Tiere sind. Ordentlich viele, die Sie auch kennen. Und die gar nicht schwer sind, meines Erachtens. Ja, das habe ich ja schon mal so anmoderiert. Es geht um Tiere mit genau einmal Haar. Oder der Luchs fällt mir gerade noch auf die Schnelle ein, ganz spontan. Der Luchs. Oder passend dazu auch der Fuchs. Die haben ja auch jeweils einmal Haar. So, jetzt geht's aber weiter. So, Tiere mit genau einmal Haar. So. Nennen Sie mal eins. Tiere mit genau einmal Haar. Und da werden Sie gleich sehen, da muss was kommen. Und jetzt machen Sie mich bitte nicht wahnsinnig heute. Ja? Es werden Tiere gesucht, die genau ein Haar drin haben. Achten Sie drauf. Nicht, dass Sie mir irgendwie komisch kommen und mir ein Tier nennen mit zwei Haar. Geht nicht. Und dann kam die große Stunde von Dauergewinner Alfred. Oh, ist am Telefon. Okay. Servus, Max. Alfred. Jo, der Fuchs. Nee. Leider nein. Schade. Sehr schade. Hätte ja ein Volltreffer sein können. Jawohl. Wer ist am Telefon? Hier ist nochmal der Alfred. So, Alfred. Lol. Jetzt sag mal. Der Hase. Alfred, 10 Euro, bleib mal dran. Wenn Sie da draußen sitzen und eine Lösung haben, ein Tier mit genau einmal Haar, es sind noch alle da, zugeschlagen. Hallo? Hier ist nochmal der Alfred. Das ist eine Sensation, sag mal. Dreimal hintereinander ist für rekordverdächtig, oder? Ja, schon. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, dreimal hintereinander, ich glaube, das hatte ich noch nie. Doch, ja? Bei dir war es nicht, aber einmal glaube ich, habe ich es auch schon geschafft. Ja, ernsthaft? Ja, aber bei mir glaube ich noch, ich glaube, bei mir hat noch niemals in den letzten 7 Jahren, wo ich dabei bin, noch nie ein Zuschauer es geschafft, dreimal in Folge, also das ist erstmal 30 Euro wert. Super. Lol. Erstmal 30 Euro, das ist ja eine Sensation. So schnell kann man auch 30 Euro verdienen. Und davon die 10 Euro, also so schnell 40 Euro verdienen, kann man auch mal machen. Und das ohne richtige Antwort, lol. Kann man mal machen. Aber das beweist, es kann funktionieren. Richtig. So, jetzt pass auf. Wir haben 5 etwas schwierigere und tatsächlich 5 sehr, sehr bekannte. Das ist mein Ernst. Ich würde es nicht sagen, das weißt du. Das weiß ich. Und du kannst einen Volltreffer sofort haben. Ist natürlich immer ein bisschen mit Glück verbunden, klar. Was hast du? Die Krähe. Ui. Auch gut. Okay. Auch gut.
30 Euro für dich, bleib mal dran. Jawohl, ja, zugeschlagen. Wer ist am Telefon? Hier ist der Alfred. Was? So, ich mache jetzt mal eine Strichliste, Leute. Weil der Alfred, der macht mir Angst. Dito. Also, guck mal, Alfred. War das jetzt das vierte Mal? Vierte Mal, ja. Ich werde jetzt einen Strich... Vor allem, manche rufen gefühlt 200 Mal an, kommen vielleicht einmal durch und der kommt gefühlt jedes Mal durch. Das ist der Wahnsinn. Weiß ich nicht, hat der verschiedene Telefone oder mehrere Prepaid-Handys? Keine Ahnung. Der macht mir auch langsam Angst. Ach, das ist schön. Strichliste für den Alfred machen, ja. Weil das wird heute, glaube ich, sehr rekordverdächtig. Du achtest natürlich auf dein Telefonverhalten, ist klar, das weißt du ja selber. Aber ich glaube, heute ist Alfred, der wird einen Rekord brechen. Die ganzen Leute pennen noch. Alfred. Der Rochen. Auch gut. Nein. Schade. Alfred, 27 Grad ist Anrufe, dranbleiben. Jawohl, ja, so will ich. Was? 27 Grad ist Anrufe? Lol. Ich wusste gar nicht mehr, weil es ist ja auch schon ewig her. Ich wusste gar nicht mehr, dass es damals auch schon Gratisanrufe gab. Da zu dem Zeitpunkt bei 9 Live. Also, dass er jetzt schon so mit Euro rauskam, so 10, 30 Euro, 30, 40. Ich glaube, 30 hat er nochmal. Also, 70 Euro müsste er jetzt schon locker verdient haben bei den paar Anrufen. Aber Gratisanrufe? Daran kann ich mich ja schon gar nicht mehr erinnern. Da merkt man, 9 Live ist schon ewig her. Na gut. 1889 war eine andere Zeit. So, wir machen mal weiter. Will ich das jetzt haben? Zugeschlagen. Wer ist am Telefon? Ist der Alfred. Fünfmal schon, Leute. Das ist unfassbar. Was hast du? Hermelin. Hermelin? Okay, Hermelin sagt mir gar nichts. Entweder blende ich das im Nachtrag ein oder ich gucke nachher mal nach der Aufnahme mal, was ist. Weil Hermelin sagt mir gerade gar nichts. Nein, ist aber es okay, nicht. Aber ist auch nicht dabei. Ist am Telefon? Max, mach einen Strich. Ja, das ist ja unfassbar. Alfred, ich möchte jetzt mal, also du warst jetzt das sechste Mal hier und jetzt wird es mal Zeit, dass du die Kohle mitnimmst. Sag was. Gut, die Schneeeule. Schade. Relativ bekannt, aber geht schon in eine etwas schwierigere Richtung. Ist es nicht. Ja, zugeschlagen. Wenn Sie mal die richtige erste Lösung haben. Hallo? Der Strich ist fällig. Also Alfred, ganz ehrlich, ne? Das habe ich, glaube ich, noch nie so erlebt. Ich also nicht. Aber... Ist das eigentlich generell schon mal jemals bei einer Sendung vorgekommen? Siebenmal durchgestellt? Oder wie oft der noch schafft, keine Ahnung. Aber das ist langsam beängstigend. Gibt's? Da würde ich mir jetzt als Moderator Angst machen und fragen, gibt es nicht mehrere Leute auf der Welt? Und dann kommt nur einer durch. Also das wäre für mich persönlich schon scary. Aber gut, okay, wir machen mal weiter. Also, was... Meine Damen und Herren, nicht, dass Sie jetzt denken irgendwie, Alfred ist der Einzige, der hier mitspielt. Nein, nein. Es gibt natürlich noch ein paar andere, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier nicht hunderte von Leuten mitspielen, weil das geht nicht, wenn Alfred hier siebenmal... Alfred, bitte, es ist dir wirklich zu gönnen, wenn du so oft da bist. Jetzt sag mal was. Der Wellensittich? Ja. Zum Beispiel. Voll Treffer. Zum Beispiel der Wellensittich auf der 2. Bumsdi-rums. 190 Euro, da hat... Finde ich persönlich einfach. Also wenn sie dich, wie man ja sehen kann, dann kann man locker drauf kommen. Also auch, wenn man jetzt länger überlegt hätte, für meine Verhältnisse, also da könnte man drauf kommen, auf alle Fälle. Das ist doch mal gelohnt. Doch dann geriet das Spiel komplett aus, aus dem Zug. Wer ist am Telefon? Marita. Marita, auch Sie können... Nicht der Alfred. Nicht, ich sag schon gerade, nicht der Alfred. Das ist schon mal erstaunlich, dass auch noch andere anrufen. Das ist schon mal gut. So, wir machen weiter. Nee, die ist noch nicht Alfred. Aber Marita, ich freue mich genauso, dass Sie dabei sind, weil Sie können das genauso lösen wie Alfred. Was haben Sie denn für eine Lösung? Gepard. Was? Ein Gepard? Was? Gepard. Aber ist da ein H drin? Da ist doch kein H drin. Ja. Bei Gepard? Ja. Das ist doch diese Raubkatze. Ja. Wo ist denn da ein H? Ein G, ein E, ein H, ein A, ein R und ein D. Da fehlt erstens ein T und da ist Gepard. Kein H drin, lol. Sie kriegen auf jeden Fall mal 27 Gradesanrufe. Der Gepard ist nicht dabei. Okay. Bleiben Sie mal dran, 27 Gradesanrufe, ja? Jo. Gepard. G. G. Part. G. Husch. Also... Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Es kann sein, dass ich voll daneben liege. Ich würde
glaube ich, wetten, dass Gepard nicht mit... Es könnte sein, dass ich jetzt falsch liege. Also, Jürgen zum Beispiel, der würde das wahrscheinlich mit 2 H schreiben. Gepard. Ja, der wird wahrscheinlich hin noch mit TH. Ja, so wie ich den Jürgen einschätze. Gott, bin ich schon wieder gemein. Aber ich glaube, Gepard, ich weiß nicht, meine Damen und Herren, vielleicht wissen Sie es besser, aber ich glaube, Gepard ohne H. Tier mit genau einmal H. Machen Sie es mal. Und jetzt nicht irgendwie hier sagen, Elefant. Elefant. Lol. Oh nein, die Geister, die... Ich ahne, was kommt. Ich ahne, Tier was kommt. Genau einmal H zugeschlagen. Lösung bitte. Hallo? Ja. Elefant. Elefant. 3, 2, 1, nächster. Ich hab, habt ihr das mitbekommen vorhin, wo ich gesagt habe? Der Elefant. Ich frag mich, manchmal machen die Leute das bewusst, um den Moderator zu triggern? Anstatt mal logisch zu denken. Wo ist denn da ein Haar drin beim Elefanten? Wegen der Ehe oder was? Nee, da ist kein Haar drin. Holy moly. Ah, schön, ey. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, die kommen durch und sagen Elefant. Elefant, ja? Und was passiert? Ein Zuschauer ruft an und sagt, Elefant, wo ist denn da ein Haar, bitte? Hat doch nichts mit Ehe zu tun. Lösung, bitte. Der Dackel. Was? Dackel? Sag mal, Leute, jetzt werden Sie mal nicht komisch. Jetzt hören Sie mal, jetzt ganz einfach, halt mal, wenn Sie jetzt werden Sie mal nicht komisch. Dackel? Wo ist denn da auch ein Haar drin? Dackel und Elefant? Sag mal, Leute, kein Wunder, warum wir erst eins gelöst haben. Zugeschlagen. Lösung, bitte. Hund. Hund, so, ja. Hund ist leider nicht... Ich sag mal, ich dachte die ganze Zeit hier, wir haben Lösungen hier, einmal Haar und so weiter. Aber wenn da draußen Leute sitzen, die Elefant und Dackel sagen, dann wird es natürlich nichts hier. So, stopp mal ganz kurz, meine Damen und Herren. Also, Dackel und Elefant sind ja die sensationellsten Lösungen, die ich bei so einem Spielwording jemals gehört habe. Dackel und Elefant. Herrlich. Das ist herrlich. Deshalb liebe ich diesen Job, den ich mache. Verstehen Sie? Wissen Sie, ich erzähle Ihnen die ganze Zeit, mega bekannt, mega bekannt. Vor allem musste da ein Haar drin bei Dackel und bei Elefant. Könnte mich jedes Mal noch schlapp machen, entschuldigt bitte, liebe Leute, aber... Why? Oh Mann. Bekannt und es passiert dir nichts an richtigen Lösungen, dann zweifeln Sie natürlich an meiner Aussage, das ist ja ganz klar. Deshalb wünsche ich mir, dass der Nächste wieder eine richtige Lösung nennt und dann sehen Sie, was ich meine mit den vermeintlich einfachen Lösungen. Das bestätigt mich dann wieder in meiner Aussage. Zugeschlagen, Lösung bitte. Ich habe das Nilpferd. Das Nilpferd? Mhm. Aber wo ist denn bei Nilpferd ein Haar, Leute? Genau die Frage stellen wir auch. Ich höre Nilpferd, ich höre Dackel, ich höre... Also Leute... Da kommen wir nicht weit, Herrgott, Leute. Die Sendung ist jetzt, naja, nicht ganz eine Stunde alt, aber wir haben erst eine Lösung. Erst eine. Lösung bitte. Ja, ich würde sagen Meerschweinchen. Meerschweinchen. Meerschwein würde gehen, aber Meerschweinchen hat das nicht. Hat das nicht 3 Haas? Quatsch, nicht 3, 2 Haas? Ja, die auch schon ganz kürre hier. Hat er 2 Haas, ne? Meerschwein. Ja, Meerschweinchen. 2 Haas. Und nicht 3 Haas. 2 Haas. Ich werde auch schon ganz verrückt hier. Das nimmt mich genauso mit wie Max Schreie. Ich kann ihn verstehen, dass man da langsam paranoia wird. Schweinchen. Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Oh oh. Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Ja, ich muss gleich in die Klapse. Ich muss gleich in die Klapse. Mir versagt die Stimme. Ich drehe gleich alles zusammen. Wollen Sie mich ärgern? Sagte mal Meerschweinchen, Elefant, Dackel, Pferd. Was Sie mir alles für Lösungen nennen. Nilpferd oder was? Kein Wunder, warum noch alle Lösungen dranstehen, wenn Sie vor dem Fernseher sitzen und so einen Quatsch erzählen. Oh. Leute, ich sag, Sie müssen einfach mal eine Lösung nennen. Kommen Sie mir ständig. Entweder Sie sagen mir Tiere mit 2 H oder Sie sagen mir Tiere mit gar keinem H. Das werde ich wahnsinnig. Hallo?
Lieber nicht wahnsinnig werden. Ja doch, was haben Sie raus? Ja, die Feldlerche. Feldlerche, das ist sehr schwierig. Das war jetzt mal eine gute Lösung, aber schade. Ist es nicht. 3 zu 1 sicher. Ja, schade. Also können wir natürlich auch schwierig nennen. Ich habe hier so bekannte Leute, ich krieg Kreislaufprobleme. Ne. Hab ich auch gleich. Zugeschlagen, Lösung bitte. Ja, hab ich, so. Ist es leider nicht, aber gute Antwort. Hab ich nicht auch 2H? Oder bin ich jetzt blöd? Mal kurz überlegen. Vorne das H? Ja doch, hab ich 2H. Geht von vornherein auch nicht. Weißt du, was ist? Wenigstens hab ich ein H. Wenigstens hat der Anrufer das richtig gemacht. Ich hab hier die Lösung auf dem Zettel stehen, da können Sie mich... Habicht hat 2H! Und wenn mir jetzt, ich bin schon genauso blöd! Bin ich! Zugeschlagen, Lösung bitte! Oh Gott! Hallo! Ja, die Kuh! Die Kuh! Wie viel Kuhs hat das H? Sag mal, ich bin schon völlig bescheuert! Habicht! Dackel hab ich auch schon gehört! Elefant! Nilpferd, der ganze Schrott! Zugeschlagen, Lösung bitte! Der Hammerkopf! Der Hammerkopf, jawohl, der Hammerkopf! Natürlich der Hammerkopf! Ich hab einen Hammerkopf, Freunde! Ich hab einen Hammerkopf! Auf den Hals! So einen Hals hab ich, der platzt mir gleich! So, wenn Sie nicht sofort ein Tier haben mit einem Haar! Flippische, wie? Seepferdchen! Ich hab gerade Seepferd verstanden, Kinder. Ich glaube, die Dame hat Seepferd genannt. Als ich nachgefragt habe, hat sie Seepferdchen genannt. Ist überhaupt jemand in der Lage, mir so ein dusseliges Tier zu nennen? Ruhig, Schradin, ruhig. Die Tabletten wirken wieder nicht. Nee. Zugeschlagen, der Lösung bitte. Der Grashüpfer. Ist es nicht. 3, 2, 1, nächster. Auch eine gute Lösung. Ich hab hier so bekannte Tiere drunter, nur es sagt ja keiner. Wenn sie will. Eidechse würde mir jetzt so spontan einfallen. Das hat einmal Haar. Tatsächlich. Aber wer weiß. Gibt ja auch verschiedene Arten von Eidechsen. Also so genau weiß man ja immer nicht. Wissen, was hier draufsteht, da würden sie sagen, dass der Schratin da noch so leise bleibt. Dass der Schratin da noch so ruhig bleibt. Zugeschlagen, Lösung bitte. Uhu! Ganz ruhig, Schradi, aber es hat immerhin einmal Haar. Es hat immerhin einmal Haar, der Uhu. Da kannst du nichts gegen sagen. Nein! So, jetzt haben sie Angst vor mir. Dem ist ja ganz, ganz bekannte Tiere hier. Das ist meine Meinung und ihre auch. Zugeschlagen, Lösung bitte. Feldhamster. Feldhamster ist es nicht. 3, 2, 1, nächster. Auch gute Lösung. Ganz bekannt. Ah, schade. Ganz bekannt. Und wenn das und wenn hier keine ganz bekannte Lösung dran stehen, dann gebe ich der LMB ein Jahr lang in der Kantine das Essen aus. Zugeschlagen. Lösung bitte. Wunschmächt. Leider nein. 3, 2, 1, nächster. Ein Jahr lang jeden Tag fressen umsonst in der Kantine von der BLM oder wie die heißt. Ja. Nein, Sie können fressen, was Sie wollen. Ich koche für euch. Ich stelle mich hinter den Herd ein Jahr lang in der Kantine halb nackt. Ich koche für die BLM halb nackt. Wenn das schwer ist, Leute. Zugeschlagen. Lösung bitte. Ich hab den Tintenfisch. Tintenfisch ist gut. Ist nicht dabei. 3, 2, 1, nächster. Ach, was sag ich? Nackt mit Schürze. Was? Koch ich in der Kantine. Wenn das jetzt alles schwer sein sollte. Das ist ja unfassbar. Das Ding ist aus Ton. Zugeschlagen. Lösung bitte. Frettchen. Ich mach's nicht. Auch? Ich mach's nicht. Ich schmeiß diese Vase nicht runter. Ich mach es nicht. Aber was soll das? Ja? Entschuldigung, dass ich Sie so anschreien muss. Sie können ja nichts für. Dass Sie die richtige Lösung nicht nennen. Sie können ja nichts für. Alfred war schon 13 Mal da. Alfred! Entschuldigung. Zugeschlagen. Lösung bitte. Hund. Hund. Klar. War schon gesagt worden. Weißt du, nehmen wir einfach mal den Hund. So, wer jetzt noch einmal Hund sagt, der bezahlt hier. Der bezahlt hier, Leute, und zwar richtig. Für alle, die gerade durchhören, wir machen jetzt mal ganz ruhig. Ich beruhige mich jetzt mal wieder. Kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit hier rumplärre. Zugeschlagen, Lösung bitte. Hirsch. Was? Da muss ich ausflippen! Kann ich verstehen. Da muss ich ausflippen! Oh Gott! Es geht nicht anders!
zugeschlagen. Lösung bitte. Ja, jetzt haben Sie Angst, Ochse. Ne? Was? Ochse. Ochse, ja. Nennen Sie mich Ochse. 3, 2, 1, nächster. Leute, es geht nicht anders. Die Vase hätte überleben können. Die Vase hätte überleben können. Aber wenn Sie Hirsch sagen. Nee, Freunde, da überlebt ihr einiges nicht. Da überlebt ihr einiges nicht. Zugeschlagen, Lösung bitte. Der Reihe? Reihe ist es nicht. Auch nicht schlecht. 3, 2, 1, nächster. Ich wollte gerade ruhig bleiben. Ich wollte mich gerade hinsetzen, einfach mal die Fresse halten. Und dann rufen Sie an und sagen, Hirsch! Die Vase hätte überlebt. Ich wollte gerade mich hier hinsetzen, mich beruhigen. Ne? Weil ich gesagt habe, hat jemand das Spiel verstanden? Sie sagen Elefant. Ja? Sie sagen Dackel. Sie sagen Nilpferd und so weiter. Ne? Da bin ich ja noch verhältnismäßig ruhig geblieben. Dann setze ich mich mit Luft und dann sagen, komm, du kannst die Leute nicht immer so anschreien, die armen Zuschauer. Was denken die von dir? Die denken, ja, du hast sie nicht mehr alle? Ne. Denken die? Wahrscheinlich. Ruft einer an, sagt Hirsch. Hat 2 H. Leute, da geht's nicht anders. Da geht's nicht anders. Sie nennen mir bitte ein Tier. So, stopp, keiner wählt hier. Sie entspannen, lehnen sich bitte zurück, holen sich was zu trinken, genießen das Entertainment. Den Rest der Show sehen Sie in Part 2. Das war's. Mit Teil 1, oder beziehungsweise Part 1 mit die größten Ausraste. Ja. Habicht. Jusch. Ich kann ihn verstehen, dass er auch... Ich kann ihn da verstehen. Ich kann ihn da voll nachvollziehen. Cool, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.